Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und wir sind ja mal jetzt hier wieder seit langem in Neuendorf. Die meisten sagen, die Augen verdrehen, oh, langweilig. Ja, nu, ich will jetzt mal gucken, ob ich diesen Hamburger Gelenkbus hier in Neuendorf ganz gut verwenden kann. Beim letzten Mal hat es nicht funktioniert, weil ich die Hofdatei nicht gefunden habe. Die habe ich aber eingefügt. Die sollten jetzt verfügbar sein. Das heißt also, den Bus, den schmeiße ich weg und mache jetzt erstmal einen neuen. Das sollte jetzt funktionieren. Dann suchen wir uns eine schöne Linie aus hier, die wir dann hier fahren. Ja, mit dem hier in Neuendorf rumfahren wäre doch auch mal was Interessantes. Also, wir haben da Hamburger Stadtbus. Das geht so langsam, da wollten wir den nehmen. Unseren Bus, den wir auch in Gladbeck hatten. Genau. Und dann nehmen wir mal... Was ist denn? Grüner Specksart. Okay, okay. Und Neuendorf. Hat er schon genommen, ne? Die habe ich jetzt eingefügt. Neuendorf. Ja. So. Ein Kennzeichen eingetippt. Macht das. Fehler bei der Bereichsprüfung. Nicht gut. Gar nicht gut. Keine Eintrittspunkte auf der Karte. Ich sag mal okay und dann gucken wir mal, was passiert. Ob er irgendwo eintritt oder nicht. Ach, das ist aber blöd. Wieso geht denn das nicht? Jetzt sehe ich schon die Kommentare unter dem Video. Ja, da musst du und da solltest du und dann müsstest du. So, nü? Auch interessant, ne? Irgendwie. Der Eintrittspunkt, wie mir scheint, den wir genommen haben, liegt weit außerhalb der Map. Und wenn ich jetzt mal diese Sicht nehme, ja. Ich bin eigentlich im Bus. Außensicht mal machen. Sehe aber keinen Bus. Nee, das ist irgendwie, ist das völlig... Aber ich höre Busse fahren. Das finde ich jetzt aber doof, dass das nicht geht. Wieso geht denn das nicht? Es gibt doch nur eine Neuendorfer. Ich lösche den Bus nochmal weg. Und wo bin ich jetzt? Ah, da. Ja. Ich hätte jetzt mal auf die Karte gehen sollen, sagen, hier den Bus hinsetzen. Genau. Genau, genau, genau. Also. Damit es nicht so ein Debakel gibt, versuche ich das jetzt mit einem anderen. Oh, da kommt ja jetzt schon Schwierigkeiten. Nehmen wir mal MAN und dann nehmen wir mal so ein Doppeldecker-Dings da. Hier, den mal. Da müsste eigentlich auch Neuendorf bei sein. Ja, von mir aus nehmen wir das Neuendorf. So. Nicht gut. Verstehe ich nicht. Wieso hat er denn die Probleme? Ich hab doch... Ja, jetzt mache ich aber mal die F4-Sicht. So. Und sage jetzt mal... Fahrzeug hier absetzen. Ja, das funktioniert. So. Aber ich wage schwer zu bezweifeln, dass wir hier... vernünftig eine Tour fahren können. Dass dieses Ding... Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Funktioniert. Aber ich versuch's. Ich versuch's. So, als erstes versuchen wir uns mal so einen Fahrplan rauszugucken. Die Linie... Boah, ich weiß nichts mehr, ne? Wo was lang geht. 301 ist irgendwas. Geht von Freiberger Ring nach Hauptbahnhof Neuendorf. Ja, das ist hier. Wie spät ist denn das eigentlich? Kann ich jetzt da... 6.35 Uhr von Freiberger Ring, 6.50 Uhr. Nein. Den nächsten. Geht vom Hauptbahnhof um 7.20 Uhr zum Freiberger Ring. Ja gut, dann versuchen wir das. Das ist die 301, Umlauf 1. Ja. So. Und jetzt mache ich erstmal die Karre an und so Sachen. Strom an. Aha.
Heizung, das brauchen wir jetzt nicht. Ich mache mir erstmal die Sicht. Aber was haben wir denn? 15 Grad Standard. Ja, hier ist doch mal ganz leicht ein bisschen hochgeschoben. Ich weiß jetzt gar nicht genau mehr, welcher Regler da jetzt. Deswegen, das ist von außen die Luft, das ist innere Luft. Wir machen es mal so. Und dann haben wir doch noch hier so eine Superheizung. Ne, ist die, ne? Erstmal, oder? Oder? War doch so, ne? Die können wir eine Weile anlassen. Haltestellenbremse, die Türen. Ja. Hoppla, ich roll rückwärts, ne? Ja. Mal Bremse getreten. So, jetzt versuchen wir das Ibis auf die Reihe zu kriegen. Linie Kurs. 3, 0, 1. Ah, falsch, 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 falsch. Ah, ja, ja, wieder alles vergessen. Löschen, 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 löschen. Linie Kurs. Jetzt muss ich hier löschen machen, ne? Oder kann ich neu eingeben? 3, 0, 1, 0, 0. Eingabe. Zack. Und Route 0, 1. Düdi. Falsche Route. Ja gut, dann versuche ich mal Route 02. Falsche Route. Ja, das ist das Doofe. Kann ich jetzt 100 verschiedene Routen versuchen? Das wird nicht funktionieren. Steht aber trotzdem noch da. Och nö, das ist ja doof. Das soll aber gehen. Was ist denn, wenn jetzt jemand einen Fahrschein kaufen will? Oh. Ohne dem macht das keinen Spaß. 301. 301. 01. Tja. Vielleicht hat ja dieses 01 am Ende geholfen. Ich guck mal, ob er was geschildert hat. Nö. Dann müsste ich manuell schildern. Aber dann wird es schwierig mit dem Fahrscheine verkaufen. Wie war das noch? Manuelles Schildern. Linie 301. Entschuldigung. Fahrziel. Dieses Freiberger Dings, ne? Ja. Na, da kommen die Leute rein, da kommen die Leute rein. Aber das wird jetzt ein Desaster geben, fürchte ich. Ah, Haltestellenbremse, Türen auf. Oh, Entschuldigung. Ja, dann mach die Augen auf. Oder kauf dir eine Brille. Boah, da kriegt das wie eine Tracht Prügel, das Spiel. Tageskarte normal. 6, 50, 7, 8, 10. Einen normalen Fahrschein. Guten Morgen. Normalen Fahrschein. 2,09 Euro? 2,50, ne? 3, 4, 6, 8, 10. Guten Morgen. Das war jetzt ein bisschen viel gewesen, wa? Ja, dann hau doch ab. Hauptsache, du haust ab. Ich weiß nicht, 2,09 Euro? Ja, 2,09 Mark? Ja, nimm das und verpiss dich. So. Wie war das mit dem Licht anmachen hier? Das waren hier oben irgendwelche Schalter, ne? Das nicht? Müssen wir die nochmal reinmachen? Kann ich besser gucken. Wischer, Innenbeleuchtung Unterdeck, Innenbeleuchtung Oberdeck und du hältst jetzt erstmal den Rand, ja? Fahrerlicht brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. So, Handbremse machen wir wieder raus. Feststellbremse, ja. Was hast du gesagt, was willst du haben? Eine Tageskarte. Ja, du bist ganz schön ungeduldig, ne? 6,50, 7, 8, 10. Pff, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Was wollt ihr eigentlich alle schon hier? Ist ja grausam. Oben auch schon Leute drin. Liebe Güte. So, was sagt der Fahrplan? Der Fahrplan sagt, ich muss hier losfahren 7:20 Uhr. 7:20 Uhr.
Gut, dann stelle ich jetzt mal die Zeit um. Erstmal auf 7 und zwar auf 17. 7.17 Uhr. Boah. Oh je! Hallo, Hilfe! Ihr wollt alle morgen. Hallo. Die kommen alle, weil das ein Doppeldeckerbus ist. Der ist hier selten. Das wollen sie mal sehen. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwo an der Brücke. Ist man sicher halb tot drin. Ja, dann frier doch. Wenn du tot bist, hältst du wesentlich Schnauze. Tut mir leid, ich bin so frech. Ich finde das immer so ein bisschen dreist, gleich so zu meckern. Ah, ja. Scheiße, dass das Ibis nicht ging. Manchmal gibt es Tricks. Ich glaube, die Hamburger müssten das können. Da steht nämlich irgendwo in der Anleitung, das würde gehen, wenn man da so einfach einen gewissen Code so mit diesem 01 oder sowas macht. Aber da kann ich nochmal nachlesen. Gut. 2 Minuten Verfrühung. Ich hau einfach ab. Achso, ich muss meine Navigationshilfe anmachen. Ich bin die 301. Ich muss da vorne erstmal links. Und dann wieder links, glaube ich. Lenkrad wäre ganz brauchbar. Gott, nicht rückwärts rollen. Habe ich einen Gang schon drin? Jetzt. So, auf geht's. Nächster Halt ist, Bahnhof sind wir hier. Wir fahren mit dem Doppeldecker in Neuendorf rum. Ja, wieso denn nicht, ne? Gucken. Frei. Da ist der Jollef. Radkäppchen und der böse Golf. Fahren. Hat er einen schlechten Anzug, ne? So. Ja, das ist doch mal ein ganz ungewohntes Bild für die Neuendorfer. Aha. So was hier? Nächster Halt ist Rochusbrücke. Dazu muss ich da hinten geradeaus. Yeah. Ja, also ich fahre bis zum Freiberger Ring, würde ich mal sagen. Und vielleicht mache ich auch zwischendurch schon Schluss und probiere mal so den einen oder anderen Bus hier aus und guck mal, ob das eine oder andere hier mit Ibis funktioniert. Da kann vielleicht sich der eine oder andere mal einen Tipp holen, der nämlich diesen Stadtbus hat und diese Neuendorf-Karte und vielleicht so ein paar andere Busse, was es da für Tricks gibt, dass man die an Klappen kriegen kann. Da mal so ein bisschen rumwuseln möchte ich für die nächsten, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Folgen. Und dann besorge ich mal eine ganz andere Karte, um da zu fahren, um dann später wieder zurück zur Gladbeck-Map nochmal zu kommen. Da gibt es nämlich noch allerhand Potenzial. So, irgendwie zieht der schlecht an, hat der wenig PS. Hier ist jetzt Rochusbrücke. Wir sind in der Zeit 1,6 Minuten Verfrühung, das ist wunderbar. Gut. Muss mal gucken, bei dem normalen Fahrschein ist das noch ein bisschen komisch. Einmal die Kurzstrecke. Die Kurzstrecke, die ist, wo ist sie denn hier? Da. 1,30. 1,30, okay. 1,40, 1,50, 2. Das hat funktioniert. Gut. Also, ich stelle fest, als erstes Fazit. Fahrscheinverkaufsautomat funktioniert ganz prima. Mit dem normalen Fahrschein, das war ein bisschen komisch vorhin. Aber mit dem Ibis, das geht so einfach auf jeden Fall nicht. So, da müssen wir geradeaus. Und ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass wir da hinten links müssen. Deswegen fahre ich mal auf die linke Spur. Einen Haltewunsch haben wir. 301 links rein. Hier schon, ne? Ja. So. Das ist hier aber ganz schön eng. Einmal rum. Ich habe voll eingeschlagen, das Lenkrad, weil das so weit rum muss. So, und da kommen die Leute schon. Ach so, nächster Halt, Ebertplatz. So.
Ebertplatz. Boah, was ein Haufen Leute. Morgen. Guten Tag. Einmal die Kurzstrecke. Nochmal die Kurzstrecke. Da. 1,30. 1,50, 2, 4, 6, 8, 10. Guten Morgen. Eine Tageskarte. Wolltest du nochmal versuchen, mich zu ärgern, ne? 6,50. 7. 8, 10. Das ist ja ganz schön kalt hier. Eine Kurzstrecke, bitte. So, Kurzstrecke für 1,30. 1,40. 1,50. 2, 3, 5. Eine Kurzstrecke. Noch eine Kurzstrecke. 1,30. 1,50, 2, 3, 5. Ein Fahrschein. Ah, jetzt kommt der normale. Jetzt bin ich mal gespannt. Da steht 2 Mark 9. Das stimmt. Aber ich habe doch keine... Oh. Ja, nun geduldigen Sie sich mal, junge Frau, ne? Das ist... 1 Cent kriegst du jetzt zurück. Ach, das lässt du so liegen. Eine Kurzstrecke, bitte. Okay, so geht's also. Ja, 2,10, obwohl da 2,9 steht. Was hast du gesagt? Eine Kurzstrecke? Ihr stresst mich. Darf ich das mal sagen? 1,50, 2, 3, danke. 5. Bitte. Eine Kurzstrecke. Noch eine Kurzstrecke. Ihr kauft wie die Geistesgestörten hier. 2, 3, 5. Hä? Meine Güte, noch eins. Das Schlimme ist ja... Ach nee, ich speichere jetzt gar nicht. Geht ja gleich weiter. Die Zeit ist um und deswegen sage ich mal, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann seid morgen wieder dabei und dann fahren wir noch ein Stück weiter hier auf der neuen Dorfmap. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.